Hey Karen. Hey. Wie geht's dir? Gut. Schön. Was hast du heute gemacht? Studium, Twitter. Ich setze mich für weibliche Minderheiten ein, die von männlichen weißen Privilegierten unterdrückt werden. Ah, wunderbar. Ich war heute in der Stadt einkaufen. Und hier einzukaufen ist toll. Wo ich gewohnt habe, hat man nichts bekommen. Da musste man die Sachen online bestellen. Was ja nicht gut für die Umwelt ist. Oha, Tommy. Ich wusste gar nicht, dass du dir so ökologische Gedanken machst. Finde ich gut von dir. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde die Karen schon drollig. Und weil wir uns seit Beginn an so gut verstehen, werde ich sie heute nach einem Date fragen. Okay, ich schaff das. Let's go. Karen? Ich bin jetzt mal offen und ehrlich. Ich finde dich schon sympathisch. Hättest du mal Lust, mit mir auf ein Date zu gehen? Nein. Ja, aber... Nein, nichts aber. Ich habe zurzeit viel zu tun wegen der Uni. Ich habe einige Projekte am Laufen. Ich habe einfach keine Zeit und vor allem keine Nerven für Männer. Also, Tommy ist schon sehr mutig, um Karen zu fragen. Es kann auch sein, dass er einfach nur blöd ist. Wer weiß. Ich hoffe mal, dass Karen ihn nicht auseinander nimmt. Aber erstmal Respekt an ihn. Er ist ein Macher. Er redet nicht. Er macht es einfach. Er ist ein Löwe. Scheiße, sie kommt. Was ist denn los? Ach, immer das Gleiche mit den Männern, die sich nicht kontrollieren können und denken, alles haben zu müssen. Was meinst du? Tommy fragt nach dem Date. Twitter ist, seitdem Elon Musk es gekauft hat, auch nicht mehr das Gleiche. Also ich finde, seitdem Elon Musk das gekauft hat, Twitter eigentlich viel angenehmer. Seitdem sind weniger so woke Typen unterwegs und seitdem man das blaue Häkchen für 8 Euro kaufen kann, kann jeder jetzt schön Scheiße reinschreiben. Ach Daniel, sei still! Also für mich kam das unerwartet, dass Tommy sie nach einem Date gefragt hat. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber die Welt kann so grausam sein. Vielleicht kann mich ja YouTube ein bisschen aufheitern. Oh! Wie kann man ein iPhone gewinnen? Wie schön! Hä? Was soll das? Warum funktioniert das nicht mehr? Warum Error? Nein, was habe ich gemacht?
Ja, ich bin wieder auf Twitter unterwegs. Ciao. Boah, endlich ist der Typ weg. Hä? Marv! Oh Mann, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte nur wissen, was sie die ganze Zeit an ihrem Laptop macht. Wenn sie herausfindet, dass ich das kaputt gemacht habe, dann habe ich erst recht keine Chance mehr bei ihr. Wahrscheinlich wird sie mir den Kopf abreißen, meine Schädeldecke öffnen und Suppe daraus essen. Das darf nicht passieren. Der Laptop geht nicht mehr an. Lass mal sehen. Hast du mal versucht, den aufzuladen? Okay, okay. Ich guck mal. Also, dass Karen mal nach Hilfe fragt, das ist ganz was Neues. Da will man natürlich auch sein Bestes geben. Sorry, ich bin selber überfragt. Der will einfach nicht angehen. Wahrscheinlich sind die Teile kaputt. Toll, und jetzt? Der Laptop ist doch nicht so alt, da ist doch bestimmt Garantie drauf. Hast du noch die Originalverpackung? Ja. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Was ist die gute Nachricht? Es gibt Garantie. Aber? Die Versandkosten muss man selber tragen. Und? Das Werk ist in China und die Reparatur kann bis zu 4 oder 5 betragen. 4 oder 5 was? Oder auch 6 bis 7. Monate. Was soll ich denn ohne mein Laptop machen? Heute ist nicht mein Tag. Ich kann einfach nicht mehr. Mein Licht des Lebens ist einfach erloschen. Wie soll ich denn nun meine Erfahrungen und Weisheiten kundtun? Als Selbstreflexion finde ich es erstaunlich, wie sehr man von elektronischen Apparaten abhängig ist. Ich kenne noch jemand anders, der das reparieren kann. Die sind sogar schneller als die in China. Warte, ich gebe dir mal die Nummer. Hier, ruf da mal einen an. Hallo, mein Laptop ist kaputt. Und bevor Sie mir jetzt irgendwelche Komplimente über meine melodische Stimme machen, ich habe kein Interesse an einem erotischen Miteinander. Okay. Kann ich genauere Info zu Ihrem kaputten Laptop bekommen? Meine Güte, Männer sind auch zu blöd für alles. Mein Laptop ist kaputt, der geht nicht mehr an, der Bildschirm ist schwarz. Die können den Laptop gerne an unsere Adresse schicken. Dann schauen wir, was wir tun können. Die Reparatur kann bis zu 2 Wochen in Anspruch nehmen. 2 Wochen? Hören Sie mal, Sie Curryesser. Ich dachte, Sie haben eine Ausbildung abgeschlossen. Da würde ich mir ein bisschen mehr Professionalität von Ihnen erwarten. Oh, das muss ich mir nicht von Ihnen gefallen lassen. Suchen Sie sich bitte jemand anderes. Gib mir das Handy her. Ja, hallo, hier ist Marv. Ja, genau der, dein alter Freund. Ja, auch schön, dich wieder zu hören. Hör mal, mein Laptop ist kaputt gegangen. Könnte ich den schicken zur Reparatur? Ist wirklich dringend. Ja, super. Super, danke dir. Bye-bye.
Das ist ja noch mal gut gegangen. Ich verschicke den Karton jetzt. Du kannst mir dankbar sein. Ja, ja. Ich glaube, sie mag mich. Sie kann es nur nicht so gut ausdrücken. Wer? Na, Karen. Oh, geht das schon wieder los? Weißt du, du bist manchmal so blind. Wieso denn? Ja, Karen hasst Männer. Sie wird nie im Leben jemanden kennenlernen. Aber das liegt nicht an dir, denke ich. Hm. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, umzuziehen? Wieso sollten wir? Na, es ist ja ganz nett hier, aber wir müssen uns ein Bett teilen. Einer schläft auf der Couch und der Arme, der am Ende der Woche das loszieht, muss auf dem Boden schlafen, eine Woche lang. Ja, okay, das ist nicht optimal, aber was sollen wir machen? Die Mietpreise sind so in die Höhe geschossen. Wir sind auch nur Studenten, alleine können wir das gar nicht stemmen. Ach, wenn man genug recherchiert, dann findet man bestimmt irgendwas. Hier, 2500 Euro. Für 60 Quadratmeter kalt. Gute Nacht, Tommy. Gute Nacht, Marv. Morgen. Morgen, ich hab dir Kaffee gemacht. Oh, danke. Hm. Morgen, Jungs. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Du hast vergessen, Zucker reinzumachen. Was hat die vor? Wir haben sie vorher noch nie so glücklich erlebt. Nee, noch nie. Bis auf vielleicht das eine Mal, als sie einem kleinen Jungen das Eis geklaut hat, welches er vorher von einem kleinen Mädchen geklaut hat. Hat sie zwar dann selber gegessen, aber es hat sie so glücklich gemacht. Stimmt, oder wo sie Ricardo eine Ohrfeige gegeben hat, weil er meinte, dass Frauen in Führungspositionen nichts zu suchen haben. Boah, seine Wange war sowas von rot. Ja, aber vorher haben wir sie noch nie so glücklich erlebt. Sie plant bestimmt irgendwas. Ich habe sie noch nie so erlebt. Wahrscheinlich hat sie einen Twitter-Krieg gerade gewonnen. Das ist es. Sie hatte ihren Laptop nicht mehr. Das ganze Getwittere, das hat sie total verdorben. Total ungewohnt. Schon. Wie sieht's aus, Jungs? Haben wir euch schon irgendwas vor? Puh, also ich bin auf jeden Fall raus. Ich hab wichtige Termine. Marc, wie sieht's mit dir aus? Hast du schon was vor? Nein. Super, wollen wir zusammen laufen gehen? Bisschen Sport machen? Sport? Laufen? Ich? Ja, bisschen körperliche Betätigung schadet dir nicht. Du warst den ganzen Tag immer nur auf Twitter, über ein ganzes Jahr lang. Ich bin noch nie laufen gegangen. Das war die alte Karen. Mir ist einfach klar geworden, dass ich manche Sachen in meinem Leben verpasst habe und jetzt nachholen möchte. Es war eine kritische Diskrepanz. Und dann entscheidest du dich fürs Laufen? Komm, das wird super. Mach dich fertig. Also zuerst müssen wir uns aufmachen. Das habe ich nur getan.
Achtung, wir fangen an. Ich habe mir jetzt zum Anfang eine Strecke von 10 Kilometern ausgesucht. 10 Kilometer? Aufgeben, Kevin, ist keine Option. Kevin, das schaffe ich nicht. Aufgeben ist keine Option, komm schon. Und wie war's? Sie ist ein Monster. So, Tommy, dir habe ich noch ein Date versprochen. Aber du hast doch gesagt, du willst nichts von mir. Dann habe ich meine Meinung eben geändert. Du, ich, morgen Abend essen gehen? Habt ihr das gehört? Thank you.